Eine Projektwoche mit hohem Spaßfaktor ging am Freitag an der Grundschule Süd in Nordenham zu Ende. Im Mittelpunkt stand afrikanische Trommelmusik. So viele lachende Gesichter sieht man im Matheunterricht oder beim Diktat eher selten. In dieser Woche ist das an der Schule etwas anders. 4 Tage wird getrommelt. Und das macht so viel Spaß, dass die Kinder alles andere ringsherum vergessen. Amadou Kouyaté kommt am Dienstag in die Schule. Für alle 220 Schüler hat er Djembes mitgebracht. Das sind Handtrommeln, die ihren Ursprung in Westafrika haben. Der Trommelzauberer gibt einfache Rhythmen vor.